Carlos, grüße euch, werte Mitstreiter, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Yo, der Riese ist besiegt nach langem Kampf und viel Gesterbe, aber das macht nichts. Wir haben gesiegt letztendlich und haben uns den Hammer von dem Riesen geholt. Und jetzt sollen wir zurückkehren in das Orklager hier nach, wie heißt es? Lagerspur, genau, so. Ja, der Orkkönig wollte uns, oder der Häuptling wollte uns ins Gefecht schicken, das haben wir aber schön abgelehnt, denn er sollte sich ja beweisen. Und wie wir gesehen haben, war der Gute nach einem Schlag schon tot. Naja gut, dafür mussten wir dann ran. Aber Sven und ich haben es dann letztendlich doch geschafft, den Riesen zu besiegen. Genau. So, wollen wir mal ins Lager reiten? Jetzt ist ja keiner mehr da, der uns hier gefährlich werden kann oder uns nicht reinlassen will. So. Jo, Bernd, ne? Schaße mit der Hufe. Ja. So, dann wollen wir mal schauen, was die Gute hier zu sagen hat. Am Schrein von... Wie heißt er noch gleich? Wir werden euch nicht töten, aber wir wollen hier keine Fremden. Ja, ist in Ordnung, ne? Ich glaube, Malakat heißt er. So. Ihr habt in unserer Festung nichts zu suchen, Fremdling. Atub, ich weiß. Ich wollte auch nur diesen Kriegshammer abgeben. So. Aber was ist mit Yamars? Ich verstehe. Er hat nicht überlebt. Hatte er einen guten Tod? Oh ja, ob er einen guten Tod hatte, das weiß ich nicht. Er kam ja, glaube ich, auch kaum zum Schlagen. So, er hat tapfer gekämpft. Aber der Riese hat ihn überwältigt. Ah, immerhin ist er auf ruhmreiche Weise gestorben. Yamars war ein Feigling und ein Schwächling. Seine betrügerischen Machenschaften sind euch teuer zu stehen gekommen. Er ist also bestraft worden? Und was wird aus uns? Welches Schicksal sollen wir erleiden? Ihr werdet euch beweisen müssen, aber ich will euch eine Chance geben. Gulasop ist jetzt euer Anführer. Hoffentlich ein besserer. Ihr da, legt diesen Hammer auf den Schrein. Nur ihr habt in all dem eure Würdigkeit unter Beweis gestellt. Malakat segnet dieses Land für die Orks. Und nur für die Orks. Yo, alles klar. So, jetzt hat Atub... Wir werden euch nicht töten, aber wir wollen hier keinen. Ja, Töten. Ist ja gut. Jetzt hat Atub auch die Wahrheit erfahren. Malakat hat die Wahrheit gesprochen. Und wir sollen nun den Hammer... Schargrolls Kriegshammer sollen wir nun hier auf den Schrein legen. So. Questobjekte können... Ah, okay. Vielleicht nicht so. Wie kriegen wir das denn mal hin hier? Alles klar. Oha. Mögen eure Klingen scharf und eure Beute frisch sein. Jawohl. Wollendrunk, da ist er. Oh, wie sieht der denn jetzt aus? Oh mein Gott, seht euch das an. Der ist ja genial. Zack. Wir haben nicht geklaut. Nein. Wer bist du denn? Ich werde mein Bestes tun, den Stamm anzuführen. Ich weiß aber nicht, warum Malakat mich gewählt hat. Tja. Gulazop. Du wirst deine Prüfung noch bekommen, um dich zu beweisen. Ja. Gut. Alles klar. Der neue Anführer dieser Orks ist gewählt worden durch Malakat und... wir haben den Hammer gekriegt. Wollen wir doch gleich mal gucken. Der sah ja wirklich richtig genial aus. Bin ich jetzt blind? Da, Wollendrunk. Da ist er. Absorbiert 50 Punkte Ausdauer. Das heißt, er macht nicht nur Schaden, sondern zieht den Gegner auch gleichzeitig noch Ausdauer ab. Das ist ja klasse. Gut, ab sofort müssen wir dann, wenn wir den immer wieder aufladen möchten, uns dann auch aufgeladene Seelensteine, immer darauf achten, dass wir die mitnehmen.
Somit können wir den immer wieder aufladen. Aber das ist ja klasse. Wir favorisieren ihn gleich mal und wollen ihn auch gleich mal ausrüsten. So, wunderbar. Wo haben wir denn unsere Waffe? Da, die Nordstreitaxt. Gut, favorisieren weg. Gut, wunderbar. Schauen wir uns das Ding mal an. Oh ja. Ich würde sagen, das Ding macht böse, böse Wunden. Gut, wenn wir dann das nächste Mal im Level aufsteigen, müssen wir dann auch gleich mal gucken, dass wir das hochskillen können. Ja, das Orklager und das Quest haben wir also absolviert. Das ist gut. So, was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist es nach Weißlauf zu reisen. Ich habe ja im letzten Part gesagt, was haben wir denn hier für Quest? Skior? Ah ja, okay, alles klar. Ja, dann können wir das ja auch gleich weitermachen. Ja. Und zwar wollte ich gerne mein Haus noch ein wenig einrichten hier. Genau. So, es ist Tag, das ist wunderschön. So, dann wollen wir mal hoch. Ach, guck, wen haben wir denn hier? Lucia. Ihr seid wieder zu Hause. Yo. Kann ich etwas Taschengeld bekommen? Oh mein Gott, aber nicht, dass du jetzt jedes Mal fragst, wenn ich hier wieder herkomme. Oh Gott, nee, so viel haben wir nicht. Hier sind 10 Goldstücke. Danke, Papa. Jo, aber nicht für Süßigkeiten verschwenden, wa? So. Oh, oh. Sorry, sorry. Hab's ein bisschen eilig. Oh ja, und wie wir sehen können. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht ja. Ins Leben gerufen wir sehen den Gulden Grünbaum, so wie er sich tauft, nun auch wieder neue Blüte trägt. Also, es scheint gefruchtet zu haben, auf diese Erneuerung zu gehen. So, Talos, wir huldigen dir. Jawohl, Talos Segen hinzugefügt. So. Dann wollen wir gleich mal hochsprinten. Und wir haben schon wieder keine Ausdauer. Mann, 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 Mann. So. Ab in die Drachenfeste. Bevor wir jetzt aber dem Jarl die Axt überreichen und damit den Krieg weiter anstochern, wollen wir erstmal zum Aventus Aveniki. Mögen die Göttlichen euch segnen. Jo, ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Und natürlich. Ja. Was möchtet ihr gerne kaufen? Ja. Kommen wir zum Eingemachten. So. Schlafzimmereinrichtung. Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden. Ja. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Möchte ich. Dachbodendekoration. Speisesaal. Sehr wohl. Ich werde alles. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Jo. Was haben wir denn noch? Kücheneinrichtung. Sehr wohl, ich werde alles nötig. Das ist schön. Wollt ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Yep. Wenn wir gleich dabei sind, nehmen wir auch noch die Dachbodendekoration. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das... Ja. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? So, schon gut. Ich brauche gerade keine Dekoration. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Alles klar, wunderbar. Euren Besuch in Drachen. Wir wollen mal kurz in unser Haus schauen und danach dem Jarl die Axt überreichen und mal sehen, was er dazu sagen hat. So, machen wir uns auf. Ja, mit dem Update oder mit dem DLC, wie es sich so schön tauft, Hellfire. Oder Hearthfire, so genau. Kann man ja auch hier in Skyrim, ich glaube in Falkenring, in Dämmerstern, Dämmerwacht, Dämmerstern, Entschuldigung, so. Und ich glaube noch einen Ort, selber Häuser bauen. Das möchte ich demnächst dann auch mal, wenn wir wieder ein bisschen Gold über haben, in Angriff nehmen. Genau, aber alles weitere dazu dann später. So, Briesenheim. Ah, das sieht doch schon heimischer aus. Die Spinnenweben in der Ecke sind weg. Klasse. Oh, wir haben einen Waffenständer.
Wunderbar. Brot. Zack, mitnehmen. Das Schöne ist ja auch an diesen Heim, dass auf den Tellern so, ich glaube, nach ein paar Tagen oder so, dann auch wieder alles weitere, was hier hängt, dann auch wieder da ist, wenn ich mich nicht irre. Genau, so. Käse. Brot. Sahneschnitte. Brot. So, genau. Und das Fleisch, das kann man ja dann auch brutzeln. Da vorne in dem Topf. So, gucken wir mal oben. Weiter. Genau das. Met haben wir hier. Ja, und diese Waffenhalter, da kann man dann auch Waffen dran platzieren. Das ist auch noch eine schöne Sache. Ach, Lydi! Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Seid gegrüßt, Lydia. Passt ihr gut auf mein Heim auf, während ich auf Reisen bin? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja. Ja, alles klar. So, gut. Okay, wunderbar, Ehre, gut. Ja, haben wir die ganze Einrichtung einmal bestaunt hier. Und dann wollen wir jetzt dem Jarl die Axt überreichen, um seine Antwort dann Jarl Ulfric Sturmmantel mitzuteilen. Auf dem Weg, ich habe eine Mission. So. Genau. Heimskr. So. Machen wir also mit der Kriegsmission weiter, so gesehen. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme, ganz genau. Und das kann ich auch. Habe ich eigentlich die unerbittliche Macht ausgerüstet? Jo. So. Jarl Balgruf der Ältere. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja. So. Wir können ihn erstmal fragen, auf wessen Seite er überhaupt ist. Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Ja, gut. So, aber er ist nicht mehr fern. Jarl Ulfric Sturmmantel hat mich gebeten, euch diese Axt zu überbringen. Hat er das? Der Mann ist ganz schön hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Es ist wohl an der Zeit, dass ich ihm eine Antwort gebe. Jawohl. Moventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilet. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant, nach Windhelm zu marschieren. Oh oh. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Sturmmäntel gegen die Tore stürmen lassen. Er wird nichts dergleichen tun. Ein Dolch im Rücken ist alles, was ihr euch erhoffen könnt. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek? Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Könntet ihr dann wenigstens General Tullius' Anliegen prüfen? Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus.
Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar, wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn widersprechen können? Nein. Die Jarl wurden nicht gefragt. Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst. Aber das tue ich auch. Endlich. Also, was diese Axt angeht. Ja, bitte. Ihr könnt diese Axt wieder zu unserem Freund bringen. Der geschätzte Jarl von Windhelm hat meine Antwort. Sorgt dafür, dass er sie auch erhält. Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Sollen wir einen Brief aufsetzen, Fürst? Ja, zu General Tullius. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Alles klar. So. Wir haben die Axt zurückgekriegt. Das heißt, dass Jarl Balgruuf der Ältere sich auf die Kriegserklärung eingelassen hat und sich nun aber nicht auf unsere Seite gestellt hat, sondern auf die Seite des Kaiserreichs. Und damit, ja, heißt es nun, dass wir einen Feind mehr dazu gewonnen haben. Dies und die Axt sollen wir nun Jarl Ulfric Sturmmantel überbringen. Genau. Ja. Schwierige Zeiten, Himmelsrand. Schwierige Zeiten. Aber nun gut. Bald wird Himmelsrand hoffentlich dann vom Kaiserreich befreit sein. Talos wird uns beistehen. Ganz genau. So. Jawohl. Dann spiel nicht mit ihr, Tochter. Und wenn, gehe ich da mal zwischen, wenn sie noch mehr rumzickt. So, alles klar. Ich werde zwischendrin ein wenig verkaufen. Das erspare ich euch wieder. Und im nächsten Part werden wir dann Ulfric Sturmmantel die Axt zurückgeben mit der Nachricht, die wir gerade bekommen haben. Ganz genau. Alles klar, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es dann heißt, nach Windhelm zurückzukehren. Also macht es gut, bis dahin und ciao.